Was geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserer F1 2020 MyTeam-Karriere. Wir sind heute beim 7. Rennen unserer 5. Saison und zwar in Monaco. Ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Das wird mit Abstand das schwerste Rennen für uns in der gesamten Saison. Und ich hoffe, dass wir es zumindest irgendwie schaffen können. Ich weiß noch nicht so ganz wie, aber irgendwie Punkte zu holen. Das wäre schon ein Riesenerfolg auf so einer Strecke. Zum anderen können wir natürlich auch darauf hoffen, dass vielleicht unsere Konkurrenten in der WM, also vor allem die beiden Red Bulls, ein nicht ganz so starkes Rennen haben. Das würde uns natürlich so ein bisschen den Arsch retten an einem Rennwochenende wie dem hier, bei dem wir nicht so stark sein werden wahrscheinlich. Fangen wir direkt an mit dem Zuweisen von ein paar Aktivitäten. Wir haben endlich mal wieder ein bisschen mehr Zeit vor einem Rennwochenende. Die nutzen wir. Ja, es gibt echt immer nur eine Sache für den Teamkollegen. Ich wollte gerade sagen, die nutzen wir, um Ragunathan ordentlich zu pushen. Aber es gibt nur das eine Reaktionstraining hier, was man für ihn machen kann, leider. Der Rest hilft alles nur uns oder halt dem Team. Ja gut, dann müssen wir das wahrscheinlich so machen, obwohl machen wir lieber was tue ich hier? Machen wir lieber das hier. Dann sind immerhin alle Tage gut genutzt. Okay, dann springen wir auch schon direkt zu den Upgrades oder spulen wir erst die Zeit vor? Und ich würde sagen, wir spulen erst die Zeit vor, warten ab, was hier mit den Upgrades passiert, die ankommen sollen. Die kommen beide an, das ist sehr cool. Zudem bekommen wir auch nochmal wöchentliche Einnahmen und somit ein paar Ressourcenpunkte. Das ist dann auch eine gute Sache, um ein paar mehr Upgrades machen zu können. Da kommen die Ressourcenpunkte an. Das sind mittlerweile echt ordentlich viele. 2700 haben wir jetzt schon. Damit sollten wir doch ordentlich was anstellen können hier bei der Entwicklung des Autos. Oh, wir können sogar die Aerodynamik schon komplettieren, oder? Das machen wir doch direkt. Das finde ich gerade eine coole Sache. Dann haben wir immerhin die Abteilung schon mal aus dem Kopf und müssen uns darum nie wieder kümmern im Laufe der Saison. Sehr cool. Das ging ja relativ schnell, da die Aerodynamik auf voll zu upgraden wieder. In der letzten Saison hatten wir das ja schon mal geschafft zwischenzeitlich. Da haben uns dann natürlich die Reglementänderungen ein bisschen zurückgeschmissen. Schaffen wir es auch noch, was beim Chassis zu machen? Ah, nicht ganz. Scheiße, Mann. Da fehlen uns ein paar Pünktchen. Dann hätten wir auch beim Chassis noch was machen können. Okay, dann machen wir das halt vor dem nächsten Rennen. Aber immerhin, die Aerodynamik ist schon mal vollständig, wenn die beiden ankommen. Genauso wie ja schon der Motor seit der letzten Saison. Da wären wir auch schon angekommen in der Startaufstellung beim für uns mit Abstand härtesten Rennen hier auf dem letzten Startplatz. Schauen wir direkt mal auf die Rennstrategie, die uns hier vorgeschlagen wird. Und da habe ich mir so ein bisschen was Besonderes überlegt für dieses Rennen. Das haben auch vereinzelt beim letzten Mal Leute in die Kommentare geschrieben, dass ich das mal probieren sollte. Und das werden wir auch so tun. Und zwar starten wir das Rennen jetzt auf den Softreifen und gehen dann direkt in der ersten Runde auf die harten Reifen und werden versuchen, mit denen das Rennen zu beenden. Das ist völlig crazy. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die harten Reifen komplett am Ende sein werden, dann gegen Ende des Rennens. Aber das ist unsere einzige Chance auf Punkte hier in diesem Rennen. Wenn wir eine normale Strategie machen, dann haben wir keine Chance. Es bringt hier auf der Strecke nichts, wenn man schnell ist, aber nicht vorbeikommt, wisst ihr? Und ich denke, vor allem in freier Fahrt sollten wir echt eine gute Pace haben. Die freie Fahrt werden wir natürlich bekommen, wenn wir dann direkt in der ersten Runde an die Box gehen. Und da müssen wir dann pushen, was das Zeug hält, so viel Zeit wie möglich gut machen auf die Jungs vor uns, sodass wir dann vielleicht innerhalb der Punkte sein können, wenn die alle ihren Stop erledigen. Das ist die einzige Möglichkeit. Das bringt nichts, wenn wir jetzt eine normale Strategie fahren und in den ersten Runden dann Ewigkeiten hinter den beiden Williams und den Haas festhängen und den ganzen langsamen Jungs halt. Deshalb müssen wir das versuchen, wenn wir irgendwie auch nur ein, zwei Punkte mitnehmen wollen hier in dem Rennen. Benzin nehmen wir für zwei Runden weniger mit, das habe ich gerade auch schon eingestellt. Und dann gehen wir direkt an den Start hier in Monaco. Darauf verlassen, dass die Red Bulls verkacken, können wir uns nicht. Die starten nämlich von 1 und 2 aus in dieses Rennen hier. Und ich bin mir auch sehr sicher, so stark wie die bisher waren, dass einer von den beiden das Ganze gewinnen wird. Dafür waren immerhin die Mercedes nicht so gut. Also das ist auch
wenigstens eine gute Sache für uns. Die sind auch ziemlich nahe dran an uns ja in der Fahrer-WM. Aber gut, das kann uns auch völlig egal sein eigentlich, was die anderen machen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, hier eine gute Leistung zu bringen, ein so perfekt wie mögliches Rennen zu fahren. Und vielleicht werden wir am Ende dann belohnt mit ein paar Punkten. Viel mehr wird wahrscheinlich nicht drin sein hier in Monaco. Und ich bin auch sehr gespannt, wie diese Strategie sich ausgehen wird. Ich habe sowas noch nie probiert und bin echt gespannt zu sehen, wie das laufen wird. Natürlich wird das Rennen dann ein bisschen wenig Action haben in den ersten Runden. Aber lieber so, als dann das ganze Rennen lang hinter den Williams festzuhängen, das bringt, glaube ich, auch nichts. Gehen wir direkt an den Start. Da kommen die 5 roten Lichter und es geht los hier in Monaco. Vorsichtig jetzt am Start, das bringt eigentlich gar nichts, überhaupt was zu riskieren. Wir müssen das echt langsam angehen. Ich möchte ungern, dass der Stop jetzt gleich auch noch länger wird. Halten wir uns da am besten so gut wie möglich raus aus allem, riskieren es gar nicht, da irgendeinen Frontflügelschaden zu kassieren. Wie gesagt, das bringt uns überhaupt nichts. Boah, so langsam wie die Jungs hier unterwegs sind, muss man da aber fast was probieren. Wir setzen uns mal ganz vorsichtig hier daneben, Rad an Rad mit Latifi. Aber ich glaube, alleine das zeigt schon, wie hart das für uns werden würde, wenn wir hier normal fahren würden. Alter, die stehen ja alle fast, das ist ja unglaublich. Latifi ist immer noch neben uns hier jetzt innen in der Haarnadelkurve. Da berühren wir uns ganz leicht, das ist aber natürlich nicht zu verhindern in dieser Kurve. Eieiei. Boah, wie viel Zeit man da direkt verliert, das ist unglaublich. Ich hoffe, dass wir ihn uns immerhin schnappen können. Ja, wenigstens etwas. Oh, Latifi versucht aber zu kontern und dreht sich weg. Was ist da denn passiert? Nochmal das Ganze aus Latifis Onboard. Okay, der war da neben uns so mehr oder weniger, aber das, boah. Also weiß ich nicht, ob man das so machen kann. Der hat da eigentlich gar nicht spät genug gebremst, um innen reinzugehen. Entscheidet sich im letzten Moment doch noch innen reinzustechen. Und dann dreht er sich, weil er innen die Wand berührt hat. Keine Ahnung, vielleicht war das auch unsere Schuld, aber mehr Platz lassen konnte man da eigentlich nicht in der Situation. Okay, wir sind am Ende der ersten Runde. Wie gerade schon erwähnt, kommen wir jetzt rein für unseren hoffentlich einzigen Boxenstopp hier in dem Rennen. Das weiß man in Monaco ja auch nie. Hier passiert es extrem leicht, dass man sich irgendeinen dummen Frontflügelschaden zuzieht. Ich hoffe, das können wir vermeiden. Wir werden jetzt natürlich ewig viel freie Fahrt haben und müssen einfach pushen, was das Zeug hält. Wir müssen wirklich um unser Leben fahren. In diesen nächsten paar Runden wird sich das Rennen entscheiden. Da wird sich entscheiden, ob wir Punkte holen oder nicht. Wenn wir jetzt eine gute Pace haben, dann könnte es echt passieren, dass wir irgendwie auf Platz 10, 11 sind oder sowas, wenn die ganzen anderen Jungs ihren Stop machen. Das ist zumindest der Plan und die Hoffnung, alles geben jetzt. Wie gut oder schlecht unsere Pace hier ist, können wir natürlich ganz gut daran sehen, wie der Abstand zu Grosjean sich verhält. Aktuell sind das ziemlich genau 18 Sekunden. Wie erwartet scheint die Pace sehr, sehr gut zu sein. Wir holen in Riesenschritten auf Grosjean. 16 Sekunden sind das jetzt nur noch ungefähr. Aber klar, so ein Haas ist natürlich auch nicht gerade unsere Konkurrenz. Boah, das Auto ist aber wirklich unglaublich. Das macht genau das, was ich will. Und das ist hier in Monaco auch echt entscheidend. Wenn man da ein Auto hat, was einen gefühlt umbringen will, dann macht das wenig Spaß und ist auch nicht besonders schnell. Also ich denke, zumindest jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, war das keine schlechte Idee, so früh reinzukommen. Aber gut, wie schlau das wirklich war, werden wir dann am Ende des Rennens sehen. 5 Runden dieses Rennens haben wir jetzt hinter uns gebracht. 11 Sekunden sind das nur noch, die uns auf Grosjean fehlen. Das waren doch 18, oder? Wenn ich mich nicht irre. Das ist aber auch gar nicht so gut, dass wir da so krass aufholen. Ja, ich würde ungern auf den aufschließen eigentlich, bevor er seinen Stop erledigt. Hoffentlich passiert das nicht. Obwohl, wenn man sieht, dass der auf den harten Reifen unterwegs ist, dann wird das sogar ziemlich sicher passieren. Der wird lange fahren, mindestens bis Runde 20 oder so. Okay, wir werden auf jeden Fall auf Grosjean aufschließen. 8 Sekunden sind das gleich nur noch. Ey, die beiden Haas, die sind ja wirklich unterirdisch langsam. Das ist schon krass. Was sagen jetzt eigentlich die Reifen nach ungefähr 7 Runden? Die sehen noch voll okay aus. Also ich glaube, das wird kein Problem sein, was den Reifenverschleiß angeht. Sollte es zumindest nicht. Ich meine, unser Auto ist da mittlerweile so gut, was den Reifenverschleiß angeht. Da sollten wir auf jeden Fall durchfahren können mit so einem Satz harter Reifen. Ob das dann halt schnell sein wird am Ende, das wird sich zeigen. Wow, wir sind wirklich 2 Sekunden schneller als Grosjean pro Runde gerade. Was tut der denn? Das ist ja nicht normal. Und das sind wirklich nur die beiden Haas, wenn man sich mal den Abstand zu Matsushita anguckt. An denen kommen wir nicht so krass ran. Klar sind wir auch schneller, aber nicht so deutlich wie gegenüber den beiden Haas. Da sind wir auch schon dran an Grosjean. 10 Runden hat es nur gedauert, um einen gesamten Boxenstopp auf den gut zu machen. Das ist schon ein bisschen traurig aus seiner Sicht. Ah, nee, hier an dieser Stelle reicht das doch nicht. Wir dürfen jetzt nicht ungeduldig werden, aber es ist verdammt entscheidend, da vorbeizukommen. Oh, Ragunathan kommt jetzt schon rein, wurde uns da oben gerade angezeigt.
Ah, Grosjean wird aber noch eine ganze Zeit lang nicht reinkommen. Ah, da vorne kommen aber schon eine Menge Fahrer direkt vor uns raus. Gegen Grosjean muss das jetzt was werden. Am besten hier auf der Stadtzielgerade schon. Leider mussten wir da aber fast nach außen gehen, weil da innen dicht war. Boah, sehr schön, aber außenrum vorbei in der ersten Kurve. Das sieht man hier in Monaco nicht oft. Das ist aber nur Platz 19 und das, obwohl da schon einige drin waren vor uns. Ah, da kommt gerade noch jemand aus der Box. Lando Norris im McLaren ist sogar vor uns. Ah, das ist überhaupt kein gutes Zeichen, leider. Das ist aber hoffentlich ein gutes Zeichen. Rad an Rad mit Kevin Magnussen hier in Mirabeau am Eingang zur Haarnadelkurve. Ja, außenrum im Vorbei in der Haarnadel, das kann man, glaube ich, eher vergessen. Scheiße. Jetzt aber, wir sind sehr nah dran hier im Tunnel, saugen uns ran im Windschatten vom Haas-Piloten. Müssen das gleich probieren hier in die Hafenschikane hinein. Kriegen wir die Kurve? Ja, gerade so. Viel später hätten wir da aber auch wirklich nicht bremsen können. Wir sind vorbei an Magnussen. Das war echt entscheidend. Ich bin mal gespannt, wie viele da vor uns noch stoppen müssen. Ich hoffe aber noch einige. Mindestens 8 wären cool. Und die müssten dann auch alle hinter uns sein. Ich glaube, das sieht leider nicht so gut aus, was Punkte angeht hier. Sagen die Reifen mittlerweile eigentlich 19% ungefähr, haben die meisten jetzt. Das ist okay, sollte auf jeden Fall klar gehen bis zum Ende des Rennens. Oh, was ist hier denn los, Mann? Das gibt es doch nicht. Bin vorbei an Lando. Jeff, halt die Schnauze, Mann. Ich fighte hier gerade in Monaco um eine Position und der labert einen voll. Leichte Berührung da mit Norris, das wurde ganz, ganz eng. Auch hier wird das eng, er drängt uns fast in die Wand, aber wir schlüpfen durch, so wie es aussieht, oder? Haben gleich die Innenseite für diese Kurve. Ja, Mann, irgendwie drücken wir uns vorbei an Norris. So kann es gehen. Und der hat, glaube ich, schon gestoppt. Der hat auf jeden Fall schon gestoppt. Das ist sehr, sehr gut, dass wir da vor ihm sein können oder ihn überholen konnten, besser gesagt. Noch ist es nicht ganz geschafft. Oh, das ist hier überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, aber wir sind irgendwie vorbei oder auch nicht. Ah. Schmerzen, das war schlecht, aber wir haben ihn. Oh, da kommen jetzt welche rein und die werden wir allesamt haben. Neue Hoffnung vielleicht, Platz 13. Auf einmal sieht das ein bisschen aussichtsreicher aus hier. Die Stunde der Wahrheit hier in diesem Rennen schlägt vielleicht jetzt gleich. Da kommen einige zum Boxenstopp. Wie viele von denen können wir uns schnappen? Nein, 2. Ey, sag mir nicht, dass wir jetzt 11 da... Oh, Giotto! Da vorne, können wir uns den holen? Nein, knapp nicht, Platz 11. Oh, bitte stoppt da noch jemand. Oder vielleicht können wir auch Sainz attackieren. Die Pace ist ja auf jeden Fall da. Das ist alles andere als schlecht, was hier gerade passiert ist. Oh, ist da vorne noch jemand draußen, der nicht gestoppt hat? Der Renault vor Ragunathan, der ist so ein bisschen verdächtig. Und der scheint auch überhaupt nicht schnell zu sein. Hält diese ganze Gruppe hier komplett auf. Oh, das darf nicht wahr sein. Wir finden einfach keinen Weg vorbei an Sainz. Der macht aber auch echt keine Fehler. Vielleicht passiert ja irgendwann mal ein kleiner Rutscher oder so. Dann müssen wir aber da sein und das eiskalt ausnutzen. Oh, da vorne kommen jetzt auch schon die ersten Überrundungen ins Spiel. Einer der Williams ist da, Latifi müsste das sein. Das könnte die Sache natürlich auch nochmal spannend machen. Wenn der irgendwie schlecht Platz macht, was hier in Monaco leicht mal passiert, dann könnte uns das helfen. Oh, da war vielleicht mal so ein kleiner Fehler von Sainz. Aber leider geben die Reifen auch nicht mehr so viel her. Klar, wir haben die seit der ersten Runde am Auto. Und das sind ohnehin nur die harten. Der McLaren ist hier auf den Mediums unterwegs. Oh, da kommt Latifi jetzt vielleicht ins Spiel. Blockiert Sainz so ein bisschen hier in diesem schnellen Mittelsektor. Oh, blockiert ihn sogar richtig krass. Vorsichtig, vorsichtig. Nicht das ganze Rennen jetzt in die Tonne hauen. Latifi, Mann. Alter. Immerhin hat Sainz aber durch die Aktion jetzt so ein bisschen den Anschluss verloren an die Gruppe da vorne. Das heißt, er wird keinen Windschatten mehr haben, kein DRS auf der Stadtzielgerade. Vielleicht können wir das ja nutzen. Oh, wir schieben den wirklich fast an hier im kurvigen Teil der Strecke. Es führt aber bisher noch keinen Weg vorbei an ihm. Vielleicht jetzt zum ersten Mal kommen wir auf die Stadtzielgerade, ohne dass er das DRS hat. Aber nein. Vor allem in dem Teil sind wir unfassbar viel schneller als Carlos in seinem McLaren. Aber das bringt halt nichts. Hier kann man leider absolut nicht überholen. Dafür kann man hier aber überholen. Leider geht das DRS kurz vor der Linie aus. Das wird aber auch in dem Fall keinen großen Unterschied gemacht haben. Wir sind einfach ein bisschen zu weit weg. Ah, Mann, die Reifen geben das einfach nicht her, dass man da so einen guten Ausgang bekommt aus dieser letzten Kurve, um dann einen Angriff probieren zu können. Und die Stadtzielgerade ist halt auch so verdammt kurz hier in Monaco, dass einfach alles passen muss, um da zu überholen.
Dazu kommt halt auch noch, dass Sainz hier echt alles andere als langsam ist. Der fährt ein sehr starkes Rennen in seinem McLaren. Das macht die Sache natürlich nicht leichter für uns. Das war mal gut. Ist das vielleicht die Chance? Nein. Ah, Mann, das tut so weh. So ein 11. Platz ist echt der letzte, auf dem man sein will. Aber aktuell sieht es voll und ganz danach aus, als würden wir auf dem 11. ins Ziel kommen. Oh, wieder kommen wir ran, aber wieder nicht nah genug. Das ist so frustrierend. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wir könnten da auf jeden Fall vorbei, was die Pace angeht, aber es geht einfach nicht, wirklich. Ich probiere das hier an jeder erdenklichen Stelle. Bisher hatten wir da noch keine Chance. Oh, Sainz mit einem Quersteher, ja! Das ist der Fehler, auf den wir gehofft haben! Wir müssen es probieren. Na, aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Fuck, Mann! Vielleicht ja jetzt mal! Mit aller Gewalt, irgendwie, nein! Bam! Wow! Was ein Move, Alter! Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert! Da haben wir echt alles riskiert und wir sind vorbei an Sainz, Mann! Woo! Boah, war das stark, sich da außen daneben zu setzen. Sainz lässt uns auch sehr, sehr fair den Platz. Dann berühren wir uns fast. Das war wirklich hauchdünn zwischen den beiden Autos. Aber wir setzen uns am Ende durch, Mann. Da ist der 10. Platz und der eine Punkt, den wir uns, glaube ich, verdient haben. Ey, das war echt harte, harte Arbeit in diesem Rennen. Nochmal das Ganze aus Sainz' Onboard. Da war auf jeden Fall alles sauber. Er hat das auch echt fair gemacht, das muss man ihm lassen. Und wir haben es geschafft, Mann. Ich hoffe, ich mache jetzt keine dummen Fehler mehr und dann kommen wir hoffentlich gleich ins Ziel auf dem 10. Platz und sichern uns hier einen Punkt, Mann. Eventuell geht ja sogar noch ein bisschen mehr. Wir kommen ran an Giotto und Stroll hier vor uns und konnten uns schon ordentlich lösen von Sainz. Zwei Runden sind es, noch drei sogar. Mal schauen, wenn wir Glück haben, können wir uns noch einen von den beiden hier schnappen. Oh, das sieht doch gut aus gegen Giotto. Leider hat aber auch er das DRS auf Stroll. Hätte er es hier in der Situation nicht gehabt, hätte das vielleicht was werden können. Aber so nicht. Ich möchte auch nicht alles riskieren. Auf den 10. Platz bin ich echt mega stolz. Vom letzten Startplatz aus. Und das bei meinem ersten Monaco-Rennen ohne Fahrhilfen. Das möchte ich auch nochmal hervorheben. Das war echt eine Riesen-Challenge. Aber wir haben kaum Fehler gemacht. Da waren ein paar richtig gute Moves dabei sogar. Die Strategie, die war natürlich entscheidend. Ich glaube, hätten wir hier eine normale Strategie gemacht, in Anführungszeichen, wäre das nichts geworden. Aber nochmal Konzentration. Vielleicht macht Giotto nochmal einen Fehler hier am Eingang zum Tunnel oder so. Von dem wir dann profitieren können. Ja, das macht er aber nicht. Auch unsere Reifen sind natürlich alles andere als gut mittlerweile. Wo ist das denn? Hier. Obwohl, das geht sogar. Die haben noch nicht mal 50% erreicht. Und das, obwohl wir die das ganze Rennen lang gefahren sind. Das ist eigentlich krass. Vielleicht hätte man sogar sich auf die Mediums trauen können. Obwohl die da natürlich schon ziemlich am Ende gewesen wären mittlerweile. Die letzten paar Kurven. Und dann ist es geschafft. Wir belohnen uns hier gleich mit einem Punkt beim großen Preis von Monaco. Und das, nachdem wir letzter gestartet sind. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, ehrlich gesagt. Aber es wird gleich passieren. Was ein cooles Rennen, Mann. Das hat richtig Spaß gemacht. Und am Ende, klar, ein Punkt ist nicht genial. Aber hier in Monaco, boah. War nicht mehr drin, absolut nicht. Werfen wir einen Blick auf das Rennergebnis. Das ist ein weiterer Red Bull Doppelsieg mit Albon auf dem ersten Platz. Vor Leclerc, der hier bei seinem Heimrennen auf Platz 2 fährt, wird ihn mit Sicherheit ärgern, da den Sieg verpasst zu haben. Dahinter haben wir dann Kwiat, Russell, Raghunathan sehr, sehr stark auf dem 5. Platz. Endlich mal ein gutes Rennen von ihm, das freut mich sehr. Ja, und wir auf dem 10. Platz. Viel mehr war echt nicht drin. Ich denke, wenn ein paar Kleinigkeiten ein bisschen besser gelaufen wären, hätten wir vielleicht die beiden uns noch schnappen können irgendwie am Ende. Aber... ja, gut. Trotzdem, so einen Punkt zu holen hier in Monaco vom letzten aus, ich glaube, das muss man so mitnehmen. Da braucht man sich dann gar nicht zu beschweren. Hamilton hat sich immerhin vorgekämpft auf Platz 7, aber trotzdem, es bleibt dabei, wie in den Rennen zuvor auch schon. Die Mercedes, die finden irgendwie nicht so richtig in diese Saison hinein. Albon führt das Ganze jetzt an mit 22 Punkten vor Leclerc. Dahinter sind wir dann mit 32 Punkten Rückstand schon auf Albon. Aber jetzt kommen so langsam Strecken, die auf jeden Fall besser werden für uns. Wir hatten jetzt eigentlich drei Strecken am Stück, auf denen das Überholen echt schwer ist. Und da dann trotzdem noch so nah dran zu sein in der Fahrer-WM, ist, glaube ich, okay. Und jetzt kommt zum Beispiel Baku. Da, es ist auch eine Stadtstrecke, klar, aber da kann man sich auf jeden Fall nach vorne kämpfen, auf der ewig langen Gerade zum Beispiel. Danach gibt es noch Kanada, Österreich, also lauter Strecken, auf denen wir es auf jeden Fall leichter haben werden, als hier in Monaco, Konstrukteurs-WM. Ah, dort bleiben wir jetzt Dritter, aber immerhin von Mercedes sind wir nicht weit weg. Red Bull, boah, die sind schon sehr stark drauf hier aktuell.
Und das war's dann auch schon von dieser Folge der MyTeam-Karriere. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal in Baku. Das sollte richtig cool werden. Auf der Strecke gibt's immer richtig viel Chaos und oft spannende Rennen. Und vor allem, wenn man von so weit hinten startet wie wir jetzt, sollte das, glaube ich, noch cooler werden als ohnehin schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.